Gerade rechtzeitig noch geschafft. Frau Klöckner, ganz Bremen, ich glaube, ganz Deutschland schimpft an diesem Abend über das Wetter. Wir sind eigentlich ganz glücklich, weil das Wetter schlecht ist, sind die Quoten gut. Die Leute bleiben zu Hause, gucken Fernsehen. Wie ist das denn für Winzer? Sie sind eine Winzertochter. Sie haben vergangenes Wochenende Hoffest bei ihren Eltern gefeiert. Ist das gut, wenn es regnet? Also es ist gut für die Weinberge, wenn es regnet. Es ist schlecht für ein Fest, wenn es regnet. Und insofern hat es geregnet, bis das Fest begann. Insofern war es gut für die Weinberge und gut fürs Fest. Wie lange darf es denn noch regnen? Es muss regelmäßig regnen. Und es ist gut für die Weinberge natürlich auf der einen Seite, dass wenn die Blüte gewesen ist und wenn das Wachstum da ist, dass es gut regnet. Aber vor der Weinlese ist es schlecht, weil dann die Trauben sich vollsaugen und im Zweifel sogar auch platzen. Und das ist schlecht, weil dann die Hefebakterien sich am Weinstock schon zu schaffen machen. Aber das sollen sie ja später machen, wenn das Ganze im Fass ist. Okay, Frau Klöckner, ich will Sie jetzt was fragen. Wenn Sie sagen, ja, ist mein ganzes Gesprächskonzept für die Katz. Insofern hoffe ich, dass Sie jetzt milde sind. Nervt es Sie, über Ihre Vergangenheit als Weinkönigin zu sprechen? Nein, also ich habe auch Abitur gemacht, Führerschein habe ich. Also eher weniger. Also ich habe, das ist 20 Jahre her. Das war ein Ehrenamt. 95, also 1996, 95, also es war in den 1900er Jahren. Und ja, 20 Jahre her. Und damals war ich Studentin und war zuerst nahe Weinkönigin und dann deutsche Weinkönigin. Das hat und das sich gesteigert, ne? Ja, war eine tolle Zeit. Also ich, weil Sie sagten Abitur und Fahrprüfung, da kann ich mir in etwa vorstellen, was man dazu können muss, um die Fahrprüfung zu bestehen. Welche Qualifikation muss man denn mitbringen für so ein hohes Amt wie das der Weinkönigin? Sie wollen jetzt hören Trinkfestigkeit, schätze ich. Bitte Sie. Also. Nein. Also es ist ein Ehrenamt, womit Sie natürlich im Auftrag eines Berufsstandes unterwegs sind. Also es gibt eine richtige Prüfung, dass Sie sich über Önologie, dass Sie sich über Weinchemie auch auskennen, also Weinbehandlung, dass Sie sich auskennen über Weingesetzgebung. Eine zweite Sprache tut ganz gut, das weil man geprüft. Unterwegs ist. Ja, ja, das schon. Wie das so damals war, vor 20 Jahren, und was aus Ihnen in diesen 20 Jahren geworden ist, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Wo haben Sie denn das Na, her? Sie werden sehen. Hätten Sie das vorher, meine Damen und Herren, es ist so tragisch, dass man während des Zuspiels nicht das Gesicht unserer Gäste hier sieht. Das war so, mein Gott, oh Gott, nein, wo haben Sie das her? Oh, was war da so schlimm? War doch ganz zauberhafte Bilder. Für Sie schon, ja. Nein, also, das ist natürlich eine Reise in die Vergangenheit und es sind viele, viele Jahre her. Aber ich wäre heute sicherlich nicht an dieser Stelle, wenn nicht auch dieses Amt zum Beispiel der deutschen Weinkönigin gewesen wäre. Das wollte ich Sie gerade fragen. Was lernt man denn da für die Politik als Weinkönigin? Journalisten zu antworten auf Fragen, die man nicht so mag. Ja, vielleicht. Ja, ja. Hören Sie mal auf, Sie waren selber mal Journalistin. Ja. Sie waren Chefredakteurin. Ja, was lernt man? Man lernt natürlich für einen Berufsstand, für ein Anliegen auch einzutreten, zu argumentieren, sich mit sehr unterschiedlichen Personenkreisen zurechtzufinden, Reden zu halten, verständlich zu reden und auch schnell eine Situation aufzufassen. Und vor allen Dingen, man lernt, dass man selbst Ausländer ist, weil man viel unterwegs ist und am Reisen ist. Ich habe durch dieses, ja, um selbst auch zu erkennen, also weltbekannt in der Heimat zu sein, ist das eine, aber erst mal auf unsicheren Wegen im Ausland zu sein, ist das andere und das weitet sehr den Blickwinkel. Also das war schon eine gute, lehrreiche Zeit. Und sind Sie firm so in deutschen Weinen? Wenn wir jetzt einen Weintest machen, ja, also es ist ganz einfach, Weißwein und Rotwein zu unterscheiden. Kann ich nur sagen, Respekt, Respekt. Ja, ich war auch Chefredakteurin eines Weinmagazins. Ich habe nach meinem Studium auch ein journalistisches Volontariat gemacht und eine Zeitschrift mit. Beim Fernsehen? Beim Fernsehen waren Sie? Genau, und dann aber bei einem Verlag. Und da haben wir eine Zeitschrift mitgegründet, die es heute noch gibt. Und da haben wir sehr, sehr, sehr viele Weine verkostet, Blindverkostungen gemacht. Und das Sommelier-Magazin ist natürlich ein Magazin für die Weinfachbranche und auch für die Gastronomie. Sie glauben gar nicht, was wir bei den verschiedenen Weinverköstigungen, die wir hier in den letzten 41 Jahren veranstaltet haben, schon alles erlebt haben.
Und deswegen freuen wir uns wahnsinnig über den kleinen Test, auf den kleinen Test, den das wir mit Ihnen, Weinhard, mit denen wir jetzt mit Ihnen machen werden. Ich bitte. Also ich habe einen Weinklimaschrank in meinem Büro. 12 Flaschen, das geht alles ganz gut. Sollen wir das verschieben auf den Besuch, wenn Sie zu uns kommen? Ich finde das eine wahnsinnig charmante Form der Anmache, aber. Aber aus der Nummer kommen Sie nicht mehr raus. Pass auf. Das war reine Verzweiflung gerade. Es geht zunächst einmal nur darum, rauszufinden. Der Tee ist aber Ihnen. Der ist bei mir, genau. Der ist außerhalb der Wertung. Es geht jetzt einfach nur darum, dass Sie unter diesen drei Weinen erkennen, welcher aus Ihrer unmittelbaren Umgebung kommt. Also nahe und Umgebung. Ja? Das andere, jetzt optisch oder? Probierend. Schon vom Geschmack her. Organoleptisch. Ja, ganz genau. Organoleptisch. Und hier ist, wenn Sie mögen. Aber ich glaube, das schlucken Sie leicht weg. Das sind ja nur drei. Soll ich das machen? Darf ich? Mag jemand mitmachen? Ja, mag jemand mitmachen? Wer kennt sich gut aus? In Österreich gibt es auch wunderbare Weine. Ja, gibt's gut. Konzentrieren. Weißwein, das habe ich schon. Ja? Aber aus der Region, sind das alles die gleichen Rebsorten? Nein. Also, das sind ganz unterschiedliche. Das könnten Grauburgunder sein. Grauburgunder? Ich muss gucken, welche. Ich wollte dich gerade fragen, kennst du die Auflösung? Ich kenne die Auflösung und sage einfach, das war falsch, das macht aber nichts. Weißburgunder? Warten wir mal ab. Das war jetzt der hier, ne? Nicht, dass ich selber durcheinander komme. Das ist jetzt der zweite hier. Das ist der zweite, ja. Was ist das? Anyway, Sie müssen ja auch nur entscheiden, welcher aus Ihrer Gegend kommt. So, das ist der dritte Schluck. Ob man die Gegend so schmecken kann? Naja, ich meine, das ist eine Rebe. Nee, jetzt müssen wir zwei mal gerade einen Grundkurs machen. Ja. Die Gegend ist ja keine Rede. Ich weiß schon, Sie haben recht. Ja. Also. Soll ich Ihnen jetzt sagen, welcher Wein denn nahe kommt? Will irgendjemand mitprobieren? Coligny? Nein, welcher Wein aus der Pfalz kommt? Machen wir es einfach. Aus der Pfalz oder von der Nahe? Rheinland-Pfalz hat 6 Anbaugebiete. Aus der Pfalz und aus der. Das ist toll, weil mir die Kollegen das nicht gesagt haben. Ich mache auch gerne den Werbeblock für das Weinland Rheinland-Pfalz. Notgedrungen machen wir es ein bisschen einfacher. Es gibt einen Riesling aus der Pfalz, einen Silvaner aus Frankfurt, aus Franken und einen grauen Burgunder aus Baden. Kann das sein, dass der erste Silvaner aus Franken? Also der erste, den Sie probiert haben, ja, dieser war. Könnte das ein Silvaner sein? Das war der Riesling aus der Pfalz. Schade. Aber ich würde sagen. Aber der ist sehr, also ist ein untypischer Riesling. Das muss ich jetzt mal allen meinen Winzern sagen. Das ist ein Riesling, der anders vergoren ist und der wenig Säure hat. Sehr wenig. Ich meine, ich bin sicher, es lag nur an uns, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Ist das ein Knipser? Wir haben schon so unglaubliche Dinge hier erlebt. Pass auf. Ich habe überhaupt keine Ahnung, worüber hier gerade geht. Das Tolle ist, wenn der Riesling jetzt gar nicht dabei wäre. Ja, toll. Riesling aus der Nahe. Hier. Also. Der Riesling, der ist, den kenne ich. Ja, hat man gemerkt. Ja, und der ist nämlich vom Theo Enk und der ist übrigens nicht aus der Pfalz. Das nehme ich nahe, lieber Herr. Ja, pass mal auf, ich plapper hier nur nach, was man mir vorgibt. Die Ansage war Riesling aus der Pfalz und die Nahe habe ich vorerwähnt. Und Sie haben ja, pass mal auf, hier gibt es keinen Riesling aus der Pfalz. Ich kann nur sagen, also, darauf trinken wir alle, oder? Prost, kann hier ich nur sagen. Es ist kein Riesling aus der Pfalz. Wir bedanken uns sehr herzlich bei der Redaktion für diese vortreffliche Vorbereitung des Tests, oder? Das war ein Versuch. Meisterlich professionell geschafft. Dankeschön. Bin ich froh und dankbar, dass wir jetzt über Politik reden können.
Sagen Sie, ich habe jetzt gut verstanden, warum Sie als Weinkönigin so gut waren. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie man als junger Mensch zur Jungen Union kommt. Diese Frage stelle ich auch, weil Konstantin Wecker irgendwie... Er ist knapp vorbei an der Jungen Union. Knapp an der Jungen Union vorbeigekommen ist. Nein, bei der Zielrichtung meine ich das, der Anspruch. Er hat mal gezielt und das war aber auch nicht bei so... bei der Jungen. Nein, Sie sind evergreen. Weil es gibt das Gerücht, dass die immer so super Grillpartys gemacht haben. Und das nicht überall, doch, aber dort, wo ich war, waren die Grillfeste wirklich prima. Und das hat ihn imponiert? Ja, teilweise. Ja. Ich habe Politikwissenschaft studiert, damals auch beim Parteienforscher Falter, Jürgen Falter. Und ich sollte damals als Politikstudentin die Grundsatzprogramme von Parteien vergleichen. Und ich sollte das Grundsatzprogramm der CDU mit dem der damaligen PDS vergleichen. Und man kann sagen, die PDS hat mich in die Arme der CDU getrieben. Und wenn Sie jetzt verglichen hätten, die CDU mit der SPD, hätten Sie dann auch vorstellen können, bei der SPD zu landen? Nur, wenn ich wirklich gar nicht mehr gewusst hätte. Was. Nein. Oder wenn Sie sehr viel Riesling aus der Nein, also ich bin aus Überzeugung in die CDU eingetreten. Damals als Studentin, ich habe auch Theologie studiert und das Interessante war, dass in beiden Studiengängen damals die Beschäftigung mit dem Thema Soziallehre, christliche Soziallehre, mich persönlich sehr bewegt hat. Die Frage auch nach Eigenverantwortung, nach Freiheit, nach Solidarität. Und da habe ich im Grundsatzprogramm der CDU die Antworten oder die Anregungen, oder es war mir am nächsten. Und dann die Beschäftigung natürlich mit der Realität, mit den Menschen, die mir begegnet sind, mit den Mitstudenten. Und da bin ich dann die CDU eingetreten, war vorher eher gesellschaftspolitisch, nicht parteipolitisch Wenn aktiv. Wenn ich die Politik jetzt mit dem Weintest in Verbindung ja. bringen kann, nochmal, dann sage ich, interessant ist, von den 6 uns bekannten Weinköniginnen, die in die Politik gegangen sind, sind 5 bei der Union gelandet. Ja, also sehen Sie mal, das ist ein überzeugendes Argument. Ja, finde ich auch. Und eine bei der FDP. Nur, dass Sie, das kann auch passieren. Kann auch passieren. Es gibt immer Unfälle. Nein, aber ich glaube, es hat schon etwas damit zu tun, wie man selbst geprägt ist. Ich bin ja selbst in einem Weingut groß geworden. Unser Weingut ist in Guldenthal. Und man bekommt ja, jeder von uns bekommt ja was mit von zu Hause. Mhm. Und ich kann sagen, ich habe viel Gutes mitbekommen, auch eine Prägung, eine Haltung zum Leben. Und gerade wenn man einen eigenen Betrieb hat, wenn man eben nicht weiß, wie der Jahrgang läuft, wenn nicht automatisch jeden Monat das Geld auf dem Konto ist, sondern man dafür arbeiten muss und auch mitbekommt, dass die Witterung schlecht ist, dann ist das Thema Eigenverantwortung und auch Subsidiarität, also von unten nach oben baut sich ein Staat auf. Mhm. Und nicht, dass man wartet, bis oben gesagt wird, naja, gucken wir mal, welche Traube Sie jetzt was lesen. Das finde ich schon überzeugend. Konstantin Wecker würde ich da gerne fragen, welche Prägung man erfahren muss, damit man da landet, wo Sie gelandet sind. Wo bin ich denn gelandet? Na, ganz weit links. Ich bin in überhaupt keiner Parteipolitik gelandet. Das ist schon mal ganz wichtig. Ja. Ich habe ja nur die Richtung vorgegeben. Ja, ja, na gut, aber das ist schon mal ganz wichtig. Ich wäre weder in der CDU gelandet noch in einer anderen Partei. Ich bin nicht mal, als ich mich wirklich zu Zeiten Petra Kelles sehr für die Grünen engagiert habe, weil ich die Petra geliebt habe, aber ich bin nicht mehr da in die Partei eingetreten, weil ich mir immer gesagt habe, für einen Künstler ist es eine Katastrophe, einem Parteibeschluss folgen zu müssen und parteilich zu sein. Das geht nicht. Ich muss eine Freiheit haben und mich weiter als politisch denkender Mensch entwickeln können, auch außerhalb parteilicher Grundsätze und außerhalb von Parteilichkeiten. Ja, auch ein Künstler hier. Für den Künstler ist das eine Katastrophe. Herr Bockelmann, würden Sie das unterstreichen? Ja, ja, vollkommen recht. Also wenn man als Künstler sich festlegt, dann man muss die Voraussetzung für die Kunst ist, dass man vollkommen frei ist und dass man auch morgen unter Umständen eine neue Entscheidung trifft. Das erwartet die Öffentlichkeit von uns. Das geht gar nicht anders. Wir müssen auch sofort reagieren, wenn Fehler passieren. Auch Und das kann man nicht, wenn man ein Parteimitglied ist. Also das kann man schon, aber nicht in jeder Partei. Ferris, wie siehst du das? Bist du Mitglied einer Partei? Also, es gibt nur eine Partei für mich, die heißt Ferris MC, aber die macht keine Politik. Also. Okay, du hältst dich auch fern davon, aus künstlerischen Ich beschäftige mich damit so wenig, dass ich nichts Relevantes dazu jetzt sagen könnte. Ich kann mich einfach ganz normal als, da bin ich ein ganz normaler Bürger, der sich dann über die üblichen Dinge dann auch beschwert. So, ja? Zu hohe Steuern, zu falsche Ausgaben, Krieg. Also. Aber ich bin jetzt nicht
Ich mache Musik, ich bin Künstler, ich bin Schauspieler, ich bin dies, das, jenes, aber ich bin kein Politiker. Mhm. Frau Klöckner, wir sind uns schon über den Weintest so nahe gekommen. Ja? Jetzt habe ich noch eine Frage an Sie. Wenn ich Sie Ihnen stelle, bin ich ziemlich sicher, ich kenne die Antwort schon. Soll ich Sie mal raufschreiben, was Sie aufschreiben und Sie kontrollieren dann? Ich kann mir auch vorstellen, welche Frage Sie jetzt stellen. Ja, pass auf, ich schreibe erst mal die Antwort drauf. Ja? Mein Platz ist in Rheinland-Pfalz. Nein. Was sagen Sie denn Menschen, die behaupten, sie seien politisch so begabt und so gewinnend, dass sie die Generation nach Angela Merkel verkörpern, und zwar mit dem Talent zum höchsten Amt, das zu vergeben ist? Was ich diesen Menschen sage? Nee, was Sie sagen, wenn Sie sowas hören? Also, ich höre das immer nur von Journalisten, um sicherlich auch Sendezeit zu füllen. Und ansonsten kann ich sagen, meine Aufgabe, und deshalb, ich habe es geahnt, dass Sie diese Frage stellen. Die ist auch so originell. Ja, aber die beschäftigt Sie ja. Mein Ziel ist ein anderes. Mein Ziel ist überhaupt nicht das Kanzleramt. Wir haben eine wunderbare Kanzlerin. Und wir sehen überhaupt nicht die Zeit nach Angela Merkel. Sie ist mittendrin. Und ich konzentriere mich auf Rheinland-Pfalz. Im nächsten Jahr haben wir Landtagswahlen. Da wollen Sie erstmal gewinnen, natürlich. Aber ich zeige Ihnen gleich, was ich draufgeschrieben habe. Ja. Was würde denn passieren, wenn man an dieser Stelle, bei dieser Frage, einfach das sagen würde, was man im Prinzip denkt? Nämlich, schönes Kompliment und, wer weiß, eigentlich traue ich mir das zu, jetzt nicht, aber in der Zeit danach. Was würde passieren, wenn man als Politiker dann am Arsch? Also Sie sind ja charmant. Aber ich bezweifle, dass Sie wissen, was ich wirklich denke. Also Sie unterstellen ja, dass Politiker nicht, also dass Sie per se nicht die Wahrheit sagen, an jeder Stelle, nein, was Sie denken. Aber ich, ja, an jeder Stelle, was genau. Mich wirklich beschäftigt, ist der 13. März im kommenden Jahr, das Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Und ich vertrete die mitgliedstärkste Partei. Bin dort an der Spitze, das ist schon eine Herausforderung. Und das Ziel ist wirklich, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz zu werden. Und da bleiben nicht viele andere Gedanken. Und das, ich glaube, wenn man mit dem auch zufrieden ist, das, was man anstrebt und das, was nahbar und erreichbar ist, ist man viel gelassener und muss auch nicht gezwungen auf irgendwelche Fragen von Journalisten antworten. Ja, ich habe raufgeschrieben. Wir hatten hier 6-mal Gerhard Schröder zu Gast. Ja? Dann hat es ja geklappt bei ihm. Gell? Und 98, also kurz vor dem großen Machtwechsel, Kohl zu Rot-Grün, hat er auf diese Frage geantwortet, sinngemäß, niemand hat die Absicht, nach Bonn zu gehen. So, also pass auf, ich hatte darauf geschrieben, die Leute reden viel. Also fast. Da waren Sie ja so treffsicher wie mit dem Pfälzer Riesling. Absolut. Schönen Dank. Schönen Dank.